Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei euren Crankers und einem weiteren Part Harvest Moon Friends of Mineral Town für den Game Boy Advance. Ja, eine Woche habt ihr mich diesen Satz nicht sagen gehört. Und, oh, ich sollte mal schlafen gehen. Ja, ganz einfach, ich hatte keine Zeit. Ich wollte Harvest Moon. Also die Woche jetzt, vor der Woche, vorletzter Woche, wollte ich das eigentlich aufnehmen, Harvest Moon. Hab's aber ich hab's mit der Zeit nicht mehr hinbekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt mal eine Woche Harvest Moon Outfire hast, bricht auch nicht unbedingt jetzt der Weltuntergang aus oder ne, solche Sachen. Und von daher habe ich mir dann gedacht, gut, machst du eine Woche Outfire, aber dann ist gut, dann machst du wieder Harvest Moon und deswegen spielen wir jetzt auch wieder Harvest Moon. Ja, tat mir ein bisschen leid, aber so. Was nicht anders geht, das geht nicht anders, ne? Das ist eben so. Es gibt halt Dinge im Leben, die auch noch wichtiger sind als das Play. Und da gehen manche Sachen dann halt mal vor. So. Ganz normaler Tagesablauf. Wir wieder, wir leben uns ein. Wir sind der Bauer. Wir leben den Bauer. Wir hassen den Bauer. Wie auch immer. So, denen geht es ja allen gut, wenn ich das richtig beurteile, mit meiner fachkenntnischen, Ach, ist egal, was ich jetzt sagen wollte, weiß ich selber nicht mehr. So, schmeißen wir die erstmal. Boah, sind das drei Hühner? Ja. Dann kann ich ja mal wieder dafür sorgen, dass ein Huhn geboren wird. Wir wollen ja auch, ne, wir wollen ja auch das neue Leben fördern. Die Jugend wollen wir fördern. Die Jugend. Ha! Das war jetzt wieder eine super Überleitung hier zum Thema Jugend. Jugend von heute. Meine persönliche Meinung. Einfach mal. Ich gehöre ja auch eigentlich zur Jugend. Also so mit 16 sollte ich ja noch zur... Ach, ich sollte mal hochgehen. Das wäre nicht schlecht. Hier die Karin besuchen vom Supermarkt. Aber ja, die Jugend von heute gehöre ich ja. Glaube ich auch noch mit dazu. Obwohl ich manchmal vergesse, ich bin wie so ein alter Opa. Aber... Das ist was anderes. Die Jugend von heute, das wird viel pauschalisiert. Vor allem kann ich euch das gut erklären, da wir in unserer Vorprüfung... Schön, dass die noch hier sitzt. Wartet, bevor ich hier weiterlabere. Hier ist ein Wein, schön. Natürlich darfst du das behalten. So, die müsste dann irgendwann bald mal eine andere Herzfarbe bekommen. Und der Schickiricki kann sich auch anmachen. Hey, Crankers, Mama hat mich gebeten, einkaufen zu gehen. Hahaha, schön für dich. Das bittet sie dich jeden Tag. Jeden Tag um 9 Uhr bittet sie dich einkaufen zu gehen. Also Rick, sag mir, was kaufst du jeden Tag da ein? Du bittest dich doch heimlich selber einkaufen zu gehen, du alter Pedo. Du. Nee, kann ich euch ganz gut erzählen, das Thema Jugend von heute, da wir das in unseren Vorprüfungsaufgaben hatten. Also natürlich mehrere Aufgaben, aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich... ja, was war denn das? Da war eine Aussage zum Thema Jugend von heute und mit der sollte man sich halt auseinandersetzen. Da hatte man zwei Texte zu, bla blub, und sollte das halt schreiben, einen schönen Aufsatz darüber. Und ja, abgesehen von der Rechtschreibung war man noch gar nicht so schlecht, obwohl ich da meine Meinung bloß nicht wieder richtig hingelegt habe. Deswegen kommt meine Meinung jetzt hier und nicht auf meine Vorprüfung. Vielleicht kann ich das ja noch nachreichen, so im Videoform. Nee, es wird viel zu viel. Ich gebe den heute gleich mal zwei hier, ne? Den Kokoron. Es wird viel zu viel pauschalisiert, ne? Wenn jetzt von der älteren Generation gesagt wird, böse. Die Jugendlichen von heute, die sind ja so und so. Die sind alle Gangster. Das sind alle, die können alle nicht sprechen. Ja, da. Die klauen alle, die haben keinen Respekt mehr und kein Benehmen. Genau, das heißt es ja öfters mal oder sehr oft, dass die Jugendlichen von heute keinen Respekt und kein Benehmen mehr haben. Grundsätzlich muss ich dieser Aussage im Prinzip zustimmen. Viele, also ich würde sie ändern, viele Jugendliche heutzutage haben kein Benehmen und kein Respekt. Und das ist halt der feine, aber kleine Unterschied, dieses eine Wort, denn... Es gibt überall Ausnahmen und auch das darf man nicht vergessen. Auch bei den Jugendlichen von heute gibt es Leute, die sehr wohl sehr höflich sind, sehr viel Anstand haben und
diese Ausnahmen gibt es immer, aber es wird immer gleich pauschalisiert. Ne? Das Thema hat man, glaube ich, als wir über Toleranz gesprochen haben. Mettler werden teilweise in eine Schublade gesteckt. Und das ist das, was ein bisschen schade ist. Dieses ganze Schubladendenken. Und das ist nicht schön. Auch bei dem Thema Jugend von heute halt eben. So, was mache ich denn jetzt, Jugend von heute? Ich glaube, ich gehe wieder hoch und hacke, ne? Viel zu viel pauschalisiert. Und alle Jugendlichen sind so. Da gibt es keinen Unterschied. Und sowas hasse ich dann. Sowas kann ich dann gar nicht leiden. Denn es gibt sehr wohl Ausnahmen. Das sollte man wissen als normaler deutscher gebildeter Bürger oder so ähnlich, ne? Aber das soll es jetzt erstmal mit dem Thema gewesen sein. Ich wollte es nur kurz anschnippeln. Also meine Meinung, natürlich haben viele Jugendliche, wo ist denn das mit den, hier, der Hammer ist ja schon fast voll, da muss ich nur ein bisschen kloppen. Natürlich haben viele Jugendliche heutzutage keinen Respekt mehr, keinen Anstand, aber woran das liegt, sollte man vielleicht mal herausfinden. Boah, das war damals nicht so, ne? Dass die Jugendlichen so eine große Fresse haben. Ich glaube, da hältst du dich. Aber das war ja damals auch anders, ne? Das waren ja auch andere Umstände, unter denen die Leute gelebt haben. DDR, BRD, ne? Als Deutschland zum Beispiel noch geteilt war, hatten wir eine Geschichte erst, das war lustig. Das sind andere Sachen. Wie ist denn das heutzutage in Deutschland hier? Das ist doch, denkt sich jeder Jugendliche, leck mich am Arsch, ich mach meinen eigenen Kram. Wenn du mir was dazwischen laberst, dann bist du böse, dann mach ich dich dumm. Und ja, dann wird das halt mal ganz gern auf alle Jugendlichen übertragen, dass alle Jugendlichen so sind. Und das ist halt die falsche Sache, ne? Wenn man es dann formuliert, sollte man es schon richtig formulieren. Und das Wichtige ist, auch argumentieren. Das vergessen viele heutzutage. Die labern was dahin. Das sind ja meine Liebsten. Solche Leute habe ich ganz lieb. Die labern dahin und ja, der schüttelt schon mit dem Kopf, ne? Der kann das auch nicht leiden. Und dann fehlen aber die Argumente. Ja, die sind so und so, weil das halt so ist, weil ich das sage. Die machen das und das, deswegen ist das so. Tja, Leute, dann habt ihr wohl den ganzen Sinn einer Argumentationskette nicht verstanden, denn die Beispiele, die man nennt, sollte man auch möglichst irgendwie erläutern können und erklären und bla und blub, und da reichen nicht nur Beispiele und, naja, das sind halt solche Sachen, die mich manchmal ein bisschen aufregen, und weil mich das so schön aufgeregt hat, weil ich da so schön diskutieren konnte, habe ich das auch als Vorprüfungsaufgabe genommen, deswegen, das war so schön, da konnte ich mich mal schön auslassen, schön schreiben, ne? Wo es gar nicht so viel war. Ich glaube, wie viele Wörter habe ich geschrieben? 800 noch was, also es war nicht viel. Das ist ja auch was. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern gehandhabt wird oder wie das zurzeit in anderen Bundesländern ist. Ich kann es mal ansehen, wie es hier in Sachsen-Anhalt ist. Es gab hier so eine Art Bildungsreform. Sprich, das Niveau ist einfach noch tiefer gefallen. Man kriegt jetzt, glaube ich, schon ab, was weiß ich. Also früher hat man zum Beispiel, das stimmt jetzt nicht, die Zahlen, aber früher hat man zum Beispiel ab 10 Punkten noch eine 6 bekommen. Das stimmt jetzt garantiert nicht, aber sage ich jetzt einfach mal, ne, 10 Punkten eine 6. Ja, heute kriegst du dann schon ab 12 Punkten oder so eine 5. Oder ab 15 Punkten eine 5. Also dieses System, dieses ganze Punktesystem wurde noch mehr zum Gunsten der Schüler herabgesetzt. Uns als Schüler freut das natürlich wie bekloppt, weil sich da so die ein oder andere Note sicherlich ändern würde, wenn das nicht so wäre. Aber Won, gleich mache ich weiter. Erstmal kommt der Won hier. Das ist eine sehr schöne Saus. Es verdient etwas ganz Besonderes. In diesem Haus fehlt eine Vase. Glaub mir, ich kenne es nicht und sowas aus. Ich habe gerade eine Hilde. Sie kostet nur 5000 G. Nur 5000 G. Alter, damit du mich in Ruhe lässt, gib die Vase her und halt die. Ja, ist mir klar, dass ich die Blumen selber finden muss, du Depp. Schön, haben wir eine Vase und wenig Geld jetzt, ne? Och, nö, wenig Geld nicht. Nee, wo war ich stehen geblieben? Natürlich müsste man... Oh, nee. Für die Hühner ist das gar nicht gut jetzt. Übrigens habe ich einen Tipp bekommen. Ich sollte das Gras mal abhauen.
werde ich demnächst mal tun. Das bringt, oder werde ich jetzt vielleicht sogar tun, da die Hühner nicht sowieso rein müssen und ja, das bringt den Hühnern dann mehr Essen und ich muss nicht so viel Essen kaufen, ne? Das ist dann alles besser, wenn ich nicht so viel kaufen muss. Da sparen wir Geld und das wollen wir. Also von daher, danke nochmal für den Tipp. Ah, jetzt aber wirklich, wo war ich stehen geblieben? Ja, mit den Dings hier. Mit dem Bildungssystem. Das runterzusetzen zugunsten der Schüler ist nicht unbedingt gut. Also für uns als Schüler ist es natürlich total geil. Das wäre blöd zu sagen, haha, oh böse, stellt das wieder zurück, das gefällt uns nicht. Aber das Niveau wird dadurch einfach nochmal so dermaßen gesenkt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist... So, heute steht Karin, glaube ich, gar nicht da. Oder nur im Supermarkt. Werden wir nachher sehen. Ich gehe nachher um 9 Uhr in den Supermarkt. Dann werden wir das sehen. Also dermaßen wird das gesenkt, das Niveau damit. Das ist... Übrigens, ha, siehste, wollte ich doch noch was sagen. Mein Gewissen plagt mich. Denn ich hatte mal in einem Video, ich glaube, das sieht jetzt ist Schluss, hier, wo ich dieses Let's Player Archiv... Let's Player Wikipedia Format beendet habe und gesagt habe, jetzt, ich mache nur das, was ich will, ich verändere mich nicht, blablabla. Da habe ich ja ein paar Abonnenten erwähnt, von denen ich hundertprozentig wusste, sie gucken mich. So, jetzt dachte ich mir oder denke ich mir aber, dass da einige sicherlich ein bisschen traurig oder verärgert sind, weil sie sich denken, ich gucke deine Videos da auch immer, ich kommentiere bloß nicht so viel. Kein Problem, ich weiß, dass es euch gibt, also... Es war bloß, ich glaube, es war das Problem, dass ich das gesagt habe. Also, ich hätte noch viel mehr aufzählen können. Es war bloß, ich wollte bloß erklären damit. Ich wollte daran bloß sagen, ich weiß, wer meine Videos guckt. Ich kenne die Leute und... ja, also... Ich weiß schon, wer da guckt, ne? Und da sind natürlich viel mehr dabei, die ich jetzt alle nochmal aufzählen könnte. Dann beschweren sich die Nächsten, ey, warum hast du mich nicht genannt? Schlussendlich, Leute, ich weiß und bin dankbar für jeden, der meine Videos schaut. Wenn ihr wisst, ihr guckt meine Videos, dann ist das gut so. Dann weiß ich das nämlich auch und bin dankbar dafür, ne? Nur mal so, das hat mich nämlich geplagt, das fand ich dann schon ein bisschen, also, das war dann ein bisschen brutal, dass ich da nur einzelne aufgezählt habe und dann ein paar, die wirklich immer fleißig gucken und dann bloß nicht immer kommentieren, muss man ja auch nicht. Immer bloß nicht immer kommentieren, die kommen sich dann natürlich blöd vor, ey, jetzt bin ich wohl hier ausgegrenzt oder wie, ne? Solche Sachen halt möchten wir, wenn es geht, vermeiden, so die, keine Ahnung, die haben doch bestimmt wieder zu, die Lappen, ne? Na, mal gucken. Natürlich haben die zu, dann müssen wir im Supermarkt ja wieder ein Brot kaufen oder Mehl oder irgendwie was in der Richtung. Ich habe mir jetzt übrigens fast schon entschieden, was ich... Die haben zu. Scheiße. Scheiße, die haben zu. Na, dann gehe ich wohl wieder und schlafe. Nee, ich bessere den Hammer noch aus. Wenn der schon voll ist, bessern wir was anderes aus. Ja, den Hammer machen wir noch voll heute. In der Episode. So, nee, was wollte ich sagen? Oh, wenn man jetzt noch wüsste, was man sagen wollte. Ach so, ja, ich habe mich entschieden... Ich habe mich fast entschieden, ich habe den Kreis wieder eingeengt, was die neuen Projekte angeht. Die könnt ihr mal drunter schreiben, für welches der Projekte ihr seid, für die, von denen, die ich jetzt nenne. Also, ich habe den Kreis jetzt eingeschränkt auf 4-3. Das wäre auf jeden Fall ein super Projekt. Half-Life 2 oder Spyro the Dragon Teil 2. Also von diesen drei Spielen, ich sage es nochmal, 4-3. Half-Life 2 oder Spyro the Dragon Teil 2. Also alles Teil 2, bloß nicht 4. 4 ist 3. Das hört sich lustig an, ne? Ach, warum nehme ich den Korb hier mit? Bin ich blöd. 4-3. Ja, das wäre vielleicht auch was, obwohl ich dann nicht weiß, wie ich mit Ballerspielen bin und so weiter. Spyro wäre natürlich auch mal wieder eine lustige Sache. Und... Was habe ich noch gesagt? 4. Half-Life 2 natürlich auch. Half-Life ist eine super Sache. Gerade auch, weil ich dann noch Half-Life 2, Episode 1, Episode 2 und das alles habe, ne? Weil ich diese
Steambox, diese Valve-Box bei Dings gekauft habe, dieses Valve-Paket, wo die ganzen Spiele vom Valve drin waren. Von daher habe ich da große Auswahl, was die Spiele vom Valve angeht. So, also wenn ihr jetzt vielleicht schon eine Idee habt oder es in die Kommentare schreiben wollt, falls ihr denkt, ey, das Spiel und nicht das Spiel, wenn das Spiel gewinnt und nicht das Spiel, dann bin ich böse. Dann schreibt einfach mal euren Vorschlag in die Kommentare unten und wir werden schauen, was wir tun können. Warum bin ich jetzt in die Quelle da reingekommen? Bin ich blöd? Ihr merkt übrigens, es könnte ein bisschen länger sein heute wieder, weil ich eben letzte Woche nicht gemacht habe, will ich jetzt mindestens 18 bis 20 Minuten die Folgen für diese Woche, da ich das einfach so... Es könnte eventuell nächste Woche nochmal sein, dass Harvest Moon ausfällt, weil nächste Woche schreibe ich Prüfung. das wird lustig. Und dann ist natürlich immer Stress, aber danach geht's voll weiter. Nächste Woche Prüfung und dann geschafft, würde ich sagen. Dann nur noch diese mündlichen Prüfungen, die sind sowieso Pipifax, gerade Geschichte und sowas. Das wird lustig. Und ja, dann haben wir es geschafft, Leute. Dann bin ich hier erstmal, kann ich mich erstmal nochmal mehr aufs Let's Play konzentrieren, wobei dann noch so ein Kram kommt wie Ausbildung und so weiter. Aber du lernst ja bei der Ausbildung, ja, du lernst auch, aber es ist jetzt nicht Schule in dem Sinne. Also du hast dann wirklich... Hast zwar dann manchmal ein Wochenende oder so, wo du dann nicht halb frei hast, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht Schule und ich habe relativ mehr Zeit, dann irgendwie mich ins Let's Play zu stürzen. Gerade jetzt die Zeit, wo ich noch in der Schule bin, aber also nach dem Abschluss, da kann ich dann richtig schön regelmäßig weiter Let's Plays machen. Puh, weil für was soll ich lernen? Für was soll ich lernen? Es kommen dann nur noch die mündlichen Prüfungen, für die kann man lernen, ja. Wäre nicht schlecht, aber... Ansonsten kommt da nicht mehr viel. Klassenfahrt kommt noch. Das wird lustig. Das wird lustig, sage ich heute ziemlich... ziemlich oft. Ich sollte den Korb nicht vergessen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, was euer Hassfach ist. Momentan muss ich persönlich sagen, ist Mathe mein absolutes Hassfach. Mathe ist auch die einzige Prüfung, vor der ich wirklich Schiss habe. Und bei der ich Luftsprünge, ohne Scheiß, bei der ich Luftsprünge mache, wenn ich eine 4 kriege. Die anderen... Das wird eine 2, Jungs. Also, ich bitte euch. Aber Mathe, Mathe ist böse. Ich hasse Mathe. Konnte es mal gut, aber irgendwie hat sich das dann, als der ganze Quark anfing von wegen Geometrie und als Volumen berechnen und bla und blub. Also, Satz des Pythagoras hat mir zum Beispiel schon viel besser gefallen und solche Sachen, Formeln, wo man mit Formeln rechnet und was alles als so logisch aufgebaut ist, obwohl im Prinzip das Ganze mal da aufgebaut ist und zwar logisch, aber ja, das würde zu lange dauern, um euch das zu erklären. Vielleicht erkläre ich es mal in der nächsten Episode. Ich sage so lange ciao, legt mich hier ein Harvest Moon aufs Ohr und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut, euer Krangus.